Hi Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von Rake. Ich bin der Gabax und bei mir steht gerade der Rovano. Hallo. Ja, und unterwegs ist gerade der Onkel von Gamerscheck LP. Ja, hallo. Ja, und wir haben ja in der letzten Folge hier im Wohnwagen verbracht. Achso, ich habe jetzt die Orientierung wieder. Entschuldigung. Ah, vor dem Vieh. Da ist auch die rote Kamera. Was wollte ich sagen? Ja, ich würde sagen, Rivana, dass wir mal versuchen. Okay. Hier ist ein Geisterjäger. Genau. Alter, hört doch auf, die Tür zu knallen! Ihr seid so bescheuert. Oh. Der Onkel wird gegen. Ich weiß nicht, ob die Geräusche was bedeuten, weißt du? Das ist das Problem. Seht den Onkel da hinten. Auf Kamera 2 und 3 hat er aktiviert. Echt? Mhm. Guck mal. Kamera. Ja, Onkel hinter dir. Hinter dir. Oh. Ja. Oh. Drecksviech. Also, ich weiß nicht, aber die Pumpgun macht keinen Schaden. Ich glaube, wir müssen irgendwas Bestimmtes suchen. Wo hast du seine Höhle gefunden gehabt? Komm mal zurück, Onkel. Wir müssen auf die. Wir nehmen alle Bärenfallen mit und legen die dann, wenn der uns angreift. Wir legen die in die Höhle rein. Ja. Die Bärenfallen. Komm, jetzt sammelt mal jeder so 2-3 Stück auf. Nein, die Ach, kannst du nicht mal legen. Lass sie liegen. Warum? Die kannst du nicht wieder hinlegen, habe ich vorhin gerade gesagt. Klar, ich kann die doch wieder hinlegen. Glaub mir doch einfach. Oh Mann, warum kann man das nicht wieder hinlegen? Ich hab's jetzt in der Hand wie so ein Doofen. Ja, oh, er hat sie aufgehoben. Ja, das war aber danach schon, wo du das erst gesagt hast. Aber nur eine, ich wollte gerade 5 Stück aufheben. Na, ich kann gar Hause keine mehr. Nochmal? Ich kann allgemein gar keine mehr setzen. Naja. Komisch. Ich habe 8 Stück dabei und kann keine setzen. Ist verpackt. Ja. It's a buggy game. So, ich renne hier gerade sinnlos durch den Wald, aber ich weiß auch nicht wohin. Also ich. Ja, dann komm doch mal sinnlos zurück. Wenn ich aber nicht zurückfinde, Mann. Lass mich kurz überlegen. Ach, Scheiße. Hab's. Ah, ich sehe den Gabax draußen. Gabax. Der Onkel ballert schon wieder rum. Jetzt eigentlich hier lang. Ich sterbe! Ich sterbe! Gabax, geh rein, der kommt! Hä, wie? Bist du bei uns in der Nähe? Ja! Du hast Schritte gehört, bei uns an der Basis. Wo ist es denn? Ich sehe den Onkel. Der Onkel, ja, der Onkel ist wieder hier. Der Onkel! Komm, wir gehen auf dem Dach. Die Walle mich gerade hier. Auf dem Dach, auf dem Dach. Ich weiß, ich hab's ja abbekommen, den seine Krallen. Oh. Also es war gerade hier, direkt hier. Ja, was machen wir jetzt vor lauter Angst? Wir müssen irgendwo hin. Ich würde gerne eine Waffe haben. Geh lieber unten in den Wohnwagen. Sollt ihr darum abgeschlachtet werden, ist mir egal. Ja, hoffentlich. Ja, wir können ja nur da, wo die 5 Bärenfallen sind, hinlocken. Meine lieben Freunde. Meine lieben Geisterjäger. At camera. Komm, Onkel, ich komm mit dir raus. Komm, wir gehen. Ich bin schon lange raus. Ja, wir ziehen in die Schlacht. Wir ziehen in die Schlacht. Das tut mir gerade in die Richtung, das ist übrigens noch nicht lang gelaufen. Ja. Wir ziehen in die Schlacht. Kommst du mit, Gabax? Jupp, ich ziehe mit. Alles klar, wir gehen einfach scheiß auf Sterben, denn wir sind Geisterjäger, Mann. Werden wir selber zu Geistern. Okay, wo ist denn der Onkel jetzt? Ja, ich glaube, ich bin die Richtung. Ja, lauf. Ja, aber dann warten das doch. Warte, du. Kannst doch oder warte mal, wenn man das Licht ausmacht, greift das dann einen an? Ja, bestimmt. Boah, jetzt sehe ich gar nichts mehr. Weil der dann denkt so, oh mein Gott, oh, okay. Da sind sie. Ich denke eher mit Taschenlampe. Okay, hier ist die Höhle. Den Berg. Ja, aber hier ist, guck mal, rechts, da ist irgendwie ein Höhle Weg, ja. So. Da ist eine Höhle, ja. Da ist Höhle. Nee, die Höhle, die ich meinte, war am Wasserfall. Aber hier, guck mal, da ist was. Ja. Ah, der Fluchtweg. Der Fluchtweg ist geschlossen. Das ist der Tunnel, wovon wir gekommen sind. Ich höre es. Ja? Was ist mit... Aber zeig doch mal die Höhle, wo du warst. Genau. Wir müssen einen Wasserfall finden.
Aha. Du hast doch den Plan. Ich? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Auf gut Glück bist du dahin gelatscht, ne? Mhm. Da fährt zum Onkel einfach sinnlos hinterher. Machen wir das mal. Ja, Hauptsache, ich hab Taschenlampe in der Hand. Genau. Hauptsache, das Vieh sieht uns und wir ihn nicht. Ah, ich komme hier nicht durch. Ich hab da gerade so ein bisschen Schiss, wenn wir hier in so ein engen Gebüsch langlatschen. Wisst ihr das? Wow! Alter! Was ist? Was war das? Was habt ihr? Achtung! Achtung! Was? Was war das, Onkel? Hat sich angehört, als wird ein Baum umgefallen sein. Das hat sich angehört, als ob da irgendwas durchs Gebüsch gelaufen. Ja, siehst du, die Geräusche hatte ich vorhin, wo ich alleine war. Und ihr knallt noch die Türen hin und her zu. Super. Ja, der Gabax, der hat ein bisschen Türblähen gespielt. Immer auf und zu und auf und zu. Aber ist cool gewesen, ja. Und das Coole ist, wenn du das jetzt mit mehr Leuten spielst, kann sogar einer den Alien spielen. Wie ich mir das so angeguckt habe. Echt? Boah, der will ich gerne. Sicher? Na, haben wir noch ein Video gesehen. Hättet ihr keine Chance gegen mich. Weil maximal konnte man auf den Server mit 6 Leuten, ne? Naja. Anderen bei 3 ja quasi mit 5 Leute und ein da Alien. Da hinten leuchtet wieder eine Kamera. War da wieder eine kaputt? Alien, ach, nee, der hat die kaputt gemacht. Ja. Das Drecksvieh. Pass aber auf, dass du nicht in die Bärenfalle rennst. Da gibt's keine Bärenfalle. Ah, dran, da ist keine. Hat er sie schon weggelutscht? Deine böse Mistviech. So, ich bin hinter Onkel. Lalalala. Komm, gehen wir mal quer durch den Wald. Ey, lass warten auf uns. Warte, ich setz mal eben die Kamera. Hab ich. Okay. Ja. Ich bin hinter dir. Schreck mich da nicht so. Wenn du weiter so machst, musst du aufpassen, dass ich dich nicht beiß. Aha. Da bin ich das böse Raubtier. Der Onkel ist bissig. Oh yeah. War das nicht vielleicht sogar einstellen, dass man 2 Leute ein Alien ist? Ich konnte nichts einstellen. Naja, wir müssen ja erstmal ein Alien besiegen. Wie sollen wir dann 2 besiegen? Ne? Ein Alien. Das wäre unbelievable. Außer ihr kriegt beide Waffen. Aber selbst die Bärenfallen sehe ich ja als Alien. Was? Okay. Ja, wenn ich Alien spiele und würde ich da die Bärenfallen sehen, da laufe ich ja nicht rein. Ja, vielleicht sieht man die nicht. Ach so. Was? Leute, ich habe da gerade ein Problem. Und mein Problem ist es gerade, dass ich euch verloren habe. Das ist schlecht. Wartet mal bitte, wo seid ihr? Ach, ich sehe dein Lämpchen. Wo bist du? Sag mir, welche Richtung. Warte, dreh dich rum. Jetzt, da hinten. Ja, genau, da lang. Boah, mein Herz, ist ja gruselig allein. Na, ach, so Quatsch. Ja, du hast doch eine Pumpgun in der Hand. Ah, oh, da bist du. Ich habe nur ein Licht, eine Taschenlampe und sag, hallo. Hallo. Ich sehe dich. Also, war der Wasserfall gerne irgendwie an einem Hang oder so? Ja, oder? Deswegen laufe ich am Rand lang. Okay. Na, hier sehen wir wenigstens weitflächig, wenn da irgendwas ankommt. Ja, toll, bringt doch trotzdem nichts. Na doch, ich kann den Onkel nur kurz Bescheid sagen. Ey, da kommt was. Da ist was. So. Ja, wenn das Vieh aber kommt, dann bin ich tot. Oder wenn es mich auch nicht. Ich habe auch kaum noch Leben. Hast du kaum noch Lebensenergie? Ich glaube, ein Schlag reicht noch. Ja. Oh, ich höre was. Plätschern. Hast du hier auch plätschern, ja. Der Wasserfall rückt immer näher. Vielleicht auf der Gabax jetzt mal wieder die Bären anlegen. Ja. Oh. Schön. Ja. Plätschert da vor sich hin. Wunderschön, wunderschön. Geh mal rein, oder? Wasser? Also bist du schon mal reingegangen? Okay. Ja, kannst du hier hinten den Wasserfall, die Höhle. Ach, kannst du reinschwimmen. Ach, nee, das ist gar nicht der Wasserfall. Nee, ist aber Munition, cool. Echt? Kann aber die Munition aber keine Waffe, ja, super. Ist jetzt so verbuggt, oder was? Ich kann es auch nicht nehmen. Ist da noch was anderes? Nee. Ich habe auch nur noch 4 Schuss, aber das ist nicht der Wasserfall, wo ich... Okay.
Mega übel, würde ich sagen. Mega übel. Boah, Alter. Ihr seht jetzt bestimmt die ganze Zeit noch Schwärze, ja? Meine Taschenlampe ist auch ausgegangen. Oh, hier sind... Warte mal, hier sind Baumstämme im Wasser. Also kann man nicht nehmen. Okay, wo gehen wir jetzt hin? Keine Ahnung. Hier ist... Oh, ich hör was. Hast du auch gehört, ne? Ne. Okay, wir müssen da lang. Ich hab Angst! Gabaxo. El Gabaxo. Ja. El Gabaxo. Na, ja, springen fehlt hier ein bisschen. Okay, hier kommen wir raus. Okay. Was heißt hier noch? Das heißt, es hier gibt noch mehr Wasserfälle. Ich verstehe es aber dazu gar nicht, was jetzt hier unsere Mission ist. Er hat viel zu töten. Boah, jetzt leckt es bei mir gerade ein bisschen. Weil es wird auch gar nicht hell, ne? Merkt ihr das? Nee. Nacht ist hier halt schon ein bisschen lang. Okay. Ey, ich hänge hier fest. Das ist der Imperium-Planet. Leute? Mhm. Ich komme hier nicht mehr raus. Wieso? Hier fest. Ich hänge hier fest. Ich bin nicht raus. Ja, du bist in der Kuhle drin. Ja. Guck mal, rechts, links, irgendwas. Nee, ich versuche gerade rüber zu laufen, aber... Geht nicht! Gibt's denn hier wirklich kein, Kann auch nicht springen. Keine Springtaste, ne? Nee. Müsste ich mal neu connecten. Da haben die, Entwickler sich wieder was Cooles gedacht. Das ist die Gabax-Falle! Gabax! Oder das ist die Falle von dem Alien. Ja. Ja, was genau, die Falle vom Alien. Ein kleines Loch, weil kein normaler Mensch könnte da raus. Ja, also, das kann echt nicht springen. Weißt du, deine Augen trügen dich. In Wirklichkeit ist das 8 Kilometer tief, das Loch. Ja. Mhm. Ja gut, ich müsste mal kurz neu connecten. Geht das denn irgendwie? Keine Ahnung. Continue, exit. Ich glaube, da musst du den Server neu aufmachen, ne? Kann das sein? Nee. Scheiße, kannst du nicht töten eben? Oder wir lassen dich da, wir gehen weg, wir gehen weg, wir lassen dich da einfach stehen. Dann kommt das Alien, schlägt dich und dann bist du tot. Ich hab schon disconnected. Noch ein bisschen raus, weil dein Kadaver immer noch da liegt, steht. Ich versuch mal neu zu connecten. Ja. Stehen wir hier und singen. Ich glaube nicht, dass du drauf kommst, oder? So, ich bin jetzt Player-Status, bla bla bla, 0 von 4. Nee, ich komme so nicht direkt drauf. Na super. Hm. Tja. Würde ich sagen, ja, was kann man machen? Ja, dann würde ich wollen sagen. Denn noch mal wollen wir es nochmal versuchen, oder? Also nochmal von neu? Boah, echt jetzt. Oder wollen wir sagen, okay, das wir war machen Racke an dieser Stelle Ende mit dem Angezockt. Ich würde gerne erstmal das weil wir genug gesehen ist haben. Das Single, was wir da noch spielen kann, ist. Pass auf, ich mache jetzt. Du bist du schon raus, Gabax? Nein. Bin schon gut, raus. Du bist schon raus. Aber ich würde jetzt einfach mal ganz schnell rennen und das Alien suchen und mal gucken, was passiert, wenn ihr mich töten lasst. Jetzt stehe ich hier mit Gabax im Loch. Ja, ich renne einfach sinnlos irgendwo rum. Und ich habe nichts außer... Oh Mann, du erschreckst mich immer so. Das Alien, komm! Ja, ich ruf's schon die ganze Zeit. Wie rufst du das? Oh, oh, Horrormusik! Blink, blink, ich hör Gelache. Das ist doch jetzt für Gabak so blöd. Da hat überhaupt keine Aufnahme. Naja, dann machen wir aus und beenden das, oder? Weil... Ist ja nichts mehr los. Das ist ja was, das ist der andere, da kannst du ja noch Single spielen, ob du da jetzt wirklich nicht wirklich. Können wir ja machen. Können wir ja mal uns dann anschauen. Ja, aber Single ist doch für uns alleine, oder? Ja, ja. Aber für jeden halt dann. Nee, aber ich würde sagen, dass wir dann das Multiplayer angezockt. Dann haben wir eigentlich schon genug gesehen, ne? Also wir wissen ja jetzt, was Phase ist. Ja. Wir sind ein Team von Geisterjägern, was ein. Hast du die Aufnahme noch an, Gabax? Ja, ja. Achso. Was die, ja, was halt so ein Vieh sucht. Und das haben wir ja schon fast erfolgreich geschafft, außer dass wir uns ein bisschen schlecht angestellt haben.
doof angestellt haben. Ja, was heißt doof angestellt? Also, du bist hier in das Loch gehüpft und ich bin nachgehüpft. Ah, ich bin, jetzt ja. Ich bin jetzt in dem Wasserfall von Onkel. Und, ich weiß nicht wieso, aber hier sind ganz merkwürdige Geräusche. Ja, aber auf jeden Fall muss ich sagen, es sieht interessant aus. Ich raff bloß noch nicht so ganz, was man hier machen muss. Also man muss es fangen, keine Ahnung wie. Also ich denke mal, guck mal, verliert das gerade Energie, das Alien? Hm. Hat es gerade Energie verloren? Keine Ahnung. Vielleicht ist es in der Währung verloren. Ja, würde ich sagen, dass natürlich wir geil, oder? An dieser Stelle mal beenden, ne? Richtig, also wir sind jetzt hier festgepackt. Ja, ganz lustiges Spielprinzip. Aber ja, ja, kann man schon sagen, also man merkt, dass es nicht ganz ausgreift ist. Es ist auch seltsam, aber es steht hier unten Rake Multiplayer Alpha 001, obwohl es im Steam Shop gar nicht als Early Access oder Alpha deklariert wird. Ne? Das sieht aus, als ob das ein fertiges Spiel wäre. Oh nein. Und man sieht es hier auch gerade, ich bin ja hier im Menü, mehr als auf Connecten könnt ihr nicht drücken. Und Startserver, dann startet halt ein Server, gibt einen Namen ein, bla bla bla, Startserver. Ja gut, dann müssen wir hier einmal zulassen. Und ja, mehr kann man dann hier im Server auch nicht einstellen, ne? Ja, mein Problem ist, Was? Ja, ich find's gerade blöd, dass das Alien nirgendwo auftaucht. Ja, und vor allem, dass der Gabax da festhängt, dass man nicht springen kann und ach ja. Ja. Ich bin gar nicht, ich bin im Menü momentan. Achso. Nee, du stehst immer neben mir, Gabax. Ja. Ja, ich würde sagen, in diesem Sinne, liebe Leute, genau. Schauen wir mal, was wir als nächstes so rausklatschen, oder? Würde ich sagen, hä? Genau. Richtig. Okay. Na dann, Gabax war der Letzte. Ja, dann wenden wir das Projekt an dieser Stelle und genau. Und wie gesagt, ihr könnt ja mal gerne bei den anderen Leuten noch vorbeischauen. Also einmal bei dem Onkel, bei dem Gamers Checker Pay oder bei dem Rivano. Ne, wir machen auch Einzelprojekte oder auch Koop-Projekte. Oder ihr guckt auch bei Gabax drauf. Genau, bei mir könnt ihr auch gerne gucken. Und ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie euch Rake so gefallen hat, was ihr darüber sagen würdet. Und ja, vielleicht, genau, vielleicht könntet ihr mal in die Kommentare schreiben, dass wir vielleicht irgendwas falsch gemacht haben oder bla bla. Oder sagt, ey, ihr müsst das Spiel so und so spielen. Und dann machen wir vielleicht sogar mal noch eine Session davon. Alles klar, so ich sag, in diesem Sinne, dann würde ich sagen, ciao. Ja. Ciao. Ciao.